Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind über Let's Play Far Cry, The New Dawn. Ha, super, habe ich es auch hingekriegt. Letztes Mal war es ein bisschen chaotisch. So, aber wo sind wir stehen geblieben? Wir haben Bean getroffen, beziehungsweise sind dabei für Bean einen Job zu erledigen. Und der Job besagt, wir sollen seinen Businessplan zurückkriegen. Warum er unbedingt diesen Businessplan braucht und nicht einfach einen neuen schreibt, das weiß ich gar nicht. Aber egal. Wir machen uns auf dem Weg. Wobei, Weg ist gut. Der Weg führt nach da. Vom Vlogbuch. Ach, Ja, voll. Gut, dann folgen wir der ganzen Geschichte. Und zwar in diese Richtung. So, das heißt, wir werden auch wieder ein bisschen Zeug sammeln. Wir werden mal gucken, ob wir hier also was durchgeladen haben. Ein Scharfschützengewehr. Lustig, Blümchen pflücken. Das ist auch weggeladen. 8 Schuss drinne. Oh, wie gibt's von diesem gelben Zeug eine ganze Menge? Weil ich gar nicht weiß, wie viele Wochen tragen können. Oh, da wird's helle. Da beginnt der Spaß. Bisschen vorsichtig hier unterwegs sein. Oho. Je weiter wir Prosperity ausbauen, desto größer werden unsere Chancen, das alles zu überleben. Wobei ich jetzt nicht weiß, was. Weil ich mich da gerade halt. Gelb. Pflanzen wie die sind immer nützlich. Ja, das will ich auch mit. Vorsicht, da drüben gibt's Ärger. Okay. Mist. Das sind Feiglinge, die beim ersten Anzeichen von Ärger wegrennen. Wenn du welche siehst, mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin, so, was du 400. Das hat ja ordentlich gerumst. So, jetzt wissen wir, die können wir doch töten. Hey Cap, Panzert. Die Highwaymen zu bekämpfen ist kein Kinderspiel. Ja. Wenn du dich einer Übermacht gegenüber siehst, kannst du bessere Waffen mit Ressourcen herstellen. Du findest sie in Hope County. So, der ist leider leer. Die Leute in Prosperity helfen dir so gut sie können. Wir werden dich nicht enttäuschen. So. Immer eine Waffe durch. Bis jetzt können wir, wenn ich das richtig sehen, wir können 2 Wurfgeschosse tragen von jeder Art. Okay, warum ist hier Licht? Was ist hier los? Warum ist hier Licht? Aha. Ah, im Suchgebiet. Jetzt können wir den Enterhaken auch benutzen. Tja, hat sich allein schon mal gelohnt, Enterhaken. Oh, dann gehen wir mal vorsichtig rein. Die Frage ist, wie kommen wir wieder raus? Wobei, beziehungsweise wir gucken, wechseln wir mal auf das hier. Und markieren die Freunde. Komischer Hund. Alles klar. So, wir wissen jetzt schon, ja. Okay. Verfolgen. Weil das Problem ist, wir müssen aufpassen, dass er so weit wegkommt. Spannende Geschichte. Die Frage ist, ich weiß gar nicht mehr, ob unser Uschi jetzt uns auch folgt. Aber wir kommen der Sache schon mal näher. Wildschweine in Ort entdeckt. Ja, schön für die Wildschweine. Wir sind aber hier unterwegs, den Freund zu jagen. Vielleicht auch ein Schwein ist. Wenn es um Wikipedia geht, es tut mir leid, ehrlich. Ja. Rennen wir weiter hinter dem Mann in den Unterhosen. Wenn die besonders gut rennt. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ja, groß anstrengend ist es nicht. Der kann uns eigentlich nicht so wirklich entkommen. Wenn du mich nicht töten willst, was soll der Scheiß? Okay, hier ist eine Hütte.
Alle sind so stressig. Nö, du hast doch was an. Du bist ja nicht nackig. Bitte tu mir nichts. Ich bin offensichtlich unbewaffnet. Okay, jetzt gibt er dann doch auf. Können wir miteinander reden, mein Freundchen? Okay, ja, ich habe meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Ha, ha, ha. Ich habe ein Problem, okay? Ha, ha, ha. Ich weiß nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Speern und ich dachte, wo die Highwaymen noch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Sie verkackten, wir spielen darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre. Ich zocke nie. Ich konkret krass, ich schwöre. Ich hab schon Schlimmeres erlebt. Ja, ein nackter Mann. So, wir wissen, wir müssen da lang. Betrete den Bunker. Das ist bestimmt nicht so einfach, wie es sich anhört. Gewehrmunition. Dann versuchen wir uns mal langsam heranzuschleichen. Das lautlose Geschoss haben wir ja da. Ich kann hier nicht bleiben. Brücke vor. Okay, einen haben wir gesehen. Ja, wenn wir versuchen, mal das Ganze zu umgehen. Und schauen, ob wir da noch ein bisschen was mehr entdecken. Ihn da zum Beispiel. Sieht auch einer rum. Mal gucken, ob man da irgendwas bei dem reißen könnte. So. Nimm mal der jetzt her, hoppala. Okay, ganz doofe Idee, heilen. So, jetzt doch nochmal heilen. Eins in die Kniescheibe, eins in die Fresse, dann fährt er auch um. So, damit ist er auch hin, unser lustiger Kanister. Oh. Lief er überraschend. Gut, ich überlege gerade, ob ich dann sowas hier mache. So, da liegt er auch hin. So. Machen wir dann hier so weiter. Alles klar, ihr dürft passieren. So. Es geht ja im Großen und Ganzen auch darum, dass wir hier ja die Papiere finden müssen noch. Oh, hier sind noch Zahnräder, nehmen wir natürlich auch mit, ja. Und den dann die Massen hier rumliegen, hier haben wir auch mitgenommen. Oh, eine Hütte. Da sollen wir vielleicht auch mal reinschauen, ja. Hütte. Ne, gibt's nichts. Da war nichts zu holen. Und da haben wir noch ein paar Zahnräder, die nehmen wir natürlich auch mit, ja. Hier liegt auch noch einer rum, plündern, voll. Hoffentlich findest du was Brauchbares. So. Ja, vielleicht Feuerlöscher, wenn ich das unten sehe. Weil warum brennt es überhaupt hier? Der hat ja Feuer gelegt. So, das, was wir suchen, ist da drin. Der Businessplan ist so ein Objekt. Hallo? Oh Gott, so klingt meine Stimme. Over. Moment, nicht over. Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Geh nach, Süden, glaube ich. Du findest. Okay, wir sind soweit voll. Einmal eine Runde rumgeguckt, sieht ganz anders aus. So, jetzt hätten wir hier alles. Rauf geht's und dann können wir dem lieben Bean auch sein Zeugs geben. So, die Frage, wo ist er? Ah, da oben steht er rum. Da versuchen wir uns mal ganz geschickt und schnell hier durchzumogeln.
bevor es dir zu viel Stress gibt. Praktische. Okay, einer von uns. Keine Ahnung, was dieser ganze Nieder mit der Technologie-Scheiß von Nuiden soll. Okay. Ist ja nicht so, als wären wir kurz davor, wieder Atombomben zu bauen. Okay, da wurde rumgeballert. Dann sollten wir vielleicht mal das Equipment wechseln. Weil rumballern, da sind wir dabei. Okay, da sind Hütten. Da steht er rum. Oh, ist schon wieder eine Schlange. So ein Glück, du bist es. Und zwar da. Genau. So, reden wir mit ihm. Ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Weißt du noch, okay. Ich sage, ich verstehe den Rücken? Tja. Ich mache jetzt meine Wikibinia-Hauptfiliale in Prosperity auf. Okay. Meine Späher sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. Okay. Der Hut, fein voraus. Da schießt er. Warum der halb tot war, das weiß auch keiner. So, Pechtrainer. Oh, Spezialisten der Properties, wir werfen einen Blick hier rein, Helferauswahl, was müssen wir denn tun, damit ihr alte Specials kriegst? Okay. Mehr Kills mit dir. So. Also. Okay. Da war einer von den Guten. Da hat es gerade hinter uns gescheppert. Vorteile. Haben wir denn schon wieder? Zwei Stück haben wir dann da. Hier. Ermöglicht dich im Scharfmützenmodus und unter Wasser länger die Atmung zu halten. Füge deinem Waffenrad eine Angel hinzu. Die Frage, was sie bringt. Aber das nehmen wir mal. Das werden wir jetzt mal kurz erwärmen. Erwärmen war angesagt. So, jetzt aber. So. Dann können wir das noch hochpushen. Und auch super. Okay, was war das? Falls ihr euer... Ja, ihr wisst schon, sucht. So, was stellen wir nun an? Wir sind natürlich jetzt mit der Mission durch. Können es natürlich hier ran machen. F. Okay, da suchen wir uns nochmal durch. Also hier könnten... Ja. Also hier müssten wir Klebeband finden. Und zwar 3 Stück. Dann sollten wir das auch mal tun. Okay, einmal hier reinschauen. Stapel, da hinten blinkt schon. Machen eine bloß Munition. Davon haben wir genug. Auch geplündert. Da oben gibt es nichts zu suchen. Kommen wir raus? Ne, kommen wir nicht. Dann haben wir drüben noch eine Hütte. Die Aufgabe ist immer noch 3-mal Klebeband finden. Und zwar, einmal haben wir jetzt hier. Da haben wir was. Und da ist wieder ein Brief. Und zwar... Verblasste Seiten. Im ganzen County gibt es nicht mehr einen einzigen funktionierenden Motor. Benzin gibt es einfach nicht mehr. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, dass Motoren auch mit Holz oder Kohle laufen. Und ich werde die höchstpersönlich herausfinden. Ich habe meine Vorräte auf der anderen Seite vom Weg verrammelt. Und da sind sogar ein paar Songs auf dem Player, um die Zeit totzuschlagen. 3 Jahre Kollaps kriege ich mir nicht klein. Schneid euch an, hier kommt ein Mädel, das anpackt. Alles klar. Die Geschichte mit dem Farm mit Holz. Wo? Ich sehe keinen. So wie es aussieht, hat hier drüben. Ah, da oben gibt es auch nochmal rauf. Da sollten wir oben mal raufgehen. Und hier oben mal schauen. Gibt es bestimmt nochmal Klebeband. Oder dezente Hinweis, da wo die Musik ist. Okay, auf der Karte öffnen. Ein neues Objekt entdeckt. Ah. Schön, dass wir da den Player 2 gefunden haben. Aber noch kein. Ah, der ist auch. Nee, hier ist der Keule. Rein da. Nehmen wir
Audio-Mission. So, nochmal Klebestand. Wurfmesser haben wir genug. Da ist nochmal Klebeband. Und das dürfte jetzt, glaube ich, 3 Stück gewesen sein. Plündern. Ihr habt auch noch was zu nehmen. Ah, jetzt haben wir die Klebebänder. Hab schon Schlimmeres erlebt. Genau, alle 4 Stück sind da. Brady's Wild. Wurfgeschichte. Finde im Betrieb von Hope County. Zum Glück sind sie ja nicht wieder. Hier wird schon wieder geballert. Das ist diese reine Schießbude hier. Was ist denn hier? Wir haben ja noch ein paar Missionen da, wo wir so komisches Zeug suchen müssen. Ich bin mich gerade überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Aber persönlich finde ich das hier interessant. Oder ich habe eine andere Idee, wir bewegen uns mal nach da, aber nicht in der Form, sondern genau. Wir werden uns da persönlich hinbewegen. Da wird schon wieder rumgeballert, da gucken wir gleich mal vorbei. Mit irgendwas haben die hier zu tun. Okay. 4 Geschrei, niemand zu sehen. Sehr merkwürdig. Alter, mal nochmal Wildschwein. Den geben wir lieber bis aus dem Weg. Okay. Ja, das habe ich schon gesehen, dass da ein Wildschwein ist. Es wäre schön, wenn das überhaupt mal ist. Ich muss mich versorgen. Ah, hier liegt's rum. Auch geplündert. Wildschwein-Saison. Wieder ein Achievement. So. Das heißt, 2 Vorteilspunkte erhalten. Da sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Vorteile, 2 Stück, haben wir irgendwas. Ja, jetzt können wir doch nimmer einfach auch mal die Angel mit. Bringt bestimmt Punkte. Mit der Angel haben wir bestimmt dann die Möglichkeit, günstig und schnell und einfach uns Taschen zu füllen. Okay. Das wird eines Tages noch nützlich sein. Das hoffe ich mal auch. Alles wird irgendwie nützlich sein. Das habe ich jetzt auch schon gelernt. Deswegen werden wir auch alles irgendwie mitnehmen. So. Okay. Moment mal. Kurz mal rein. So. Ah, weiter rein geht's nicht. Andy, klar. Ah ja, das haben wir ja soweit ja schon gesehen gehabt. Das haben wir ja soweit auch schon erledigt gehabt. Von dem gelben Zeug gibt es hier Massen. Das mache ich da auch. Immer diese schlauen Sprüche. Dass man eigentlich sagen kann, halt die Fresse, das wäre super. Okay, hier die Straße. Wir müssen Prosperity aufbauen. Das ist unsere einzige Chance. Mit dem großen Blutfleck. Wo bist du? Ja toll, du bist mal genau in die Flinte gelaufen. Ich bin getroffen. Das ist so. Alter. Das ist super. Tja, super Idee, kannst du machen. Schicken Truck. So überlebt man hier draußen. Nichts verschwenden. Ja, wo liegt die andere rum? Ah, hier. Ich würde sagen, dann vergessen wir einfach mal das Moped. Moped war eh kacke. Und nehmen was Größeres. Alles klar, gehen wir. So. Ich sterb nicht. Noch nicht. Sterben ist auch gar nicht erlaubt hier. Oh, wir machen Spaß mit Gas sozusagen.
mal gucken, was wir jetzt anstellen können. Wir haben ein bisschen was an Ressourcen gesammelt. Und damit habe ich ja die Hoffnung, dass wir dann damit ein bisschen, hoppala, also kurz geleckt. Dass man dann damit auch, okay, hast du was zu, also redest du mit? Ganz im Ernst, ich bin nur vorübergehend in der Werkstatt. Das hat Nick immer gemacht, bevor er verschwunden ist. Ich kann mir kaum vorstellen, was Kim und Kamina durchmachen müssen. Nick, jetzt kommt mir aus, der kommt mir auch so bekannt vor. Okay. Wir haben hier eine kleine Werkstatt. Für fahrbare Untersitze brauchen wir nur Material. So, dann betreten wir mal die ganze Hütte. Weil die Frau. Und guck mal zu, dass man dann ein bisschen unser Zeug an den Mann bringt. So. Und zwar. Schauen wir mal, wie du dich machst. Gehen wir mal nach den da oben, weil mal gucken, was er so hat. Er hat ja Wiki Beans jetzt wieder aufgemacht hier. Öffnen wir. Wiki Beans. Okay, Beute eintauschen. Ja, dann hier immer so einfach alles. Okay. Haben wir hier County, irgendwelche Karten. Karte der Komponentenvorräte, alles klar. Und hier ist Karte der Panzertippvorräte. Erforderliches Material, oh, da haben wir sogar ein bisschen was da. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon einsetzen möchte. Stellen wir das auch mal kurz her. Munition alle hergestellt. 37 haben wir jetzt schon. Mal sehen, ob wir mit den 37 irgendwas sinnvoll anstrichen können. Dann brauchen wir 150. Hier brauchen wir auch 150. Aber wir können mal gucken. Waffen bauen. Wir können ein bisschen was herstellen. Das ist doch super. Auch den Freund können wir herstellen. Flammenwerfer, Rocket Launcher. Ja. Ach, die geliebte Schaufel ist auch wieder da. Ich würde sagen, dann gehen wir auch mal hier rein. Material herstellen. So, und da setzen wir einfach mal die damit. So. Auch die sollten wir herstellen. Damit wir nicht mehr davon abhängig sind, dass wir andere Erzeug benutzen. So, und was vielleicht ganz praktisch wäre, die ja auch vielleicht. Erstellt MP5, verrostet. Ja, damit haben wir ein bisschen was hergestellt an Waffen. Ah, hier kann man noch eine herstellen. So. Mein Ziel ist ja wieder, alles zu haben. So, Waffen hergestellt. Können wir mit den, irgendwie mit den lustigen Ölvorräten irgendwas Sinnvolles anfangen. Ja, ja. Wie viel brauchen wir hierfür? 100. 37. Reden wir mit ihm. Er hat wieder was für uns. Eine Scheune, in der die Highwaymen ihre Karren anmalen. Ihr Künstler soll sich da ein schönes Vorratsversteck angelegt haben. Okay. Ich dachte, jemand, der so unternehmungslustig ist wie du, interessiert sich vielleicht dafür. Ja, wir interessieren uns für alles. Oh, okay, vielleicht können wir hier was machen. 75, das ist irgendwie das geringste Sprengstofflabor. Naja. Da brauchen wir echt über eine ganze Menge. Hey Mann. 75. Hier gefällt es mir viel besser als in der alten Jagdhütte meines Vaters. Da komm mal her, talk to me. Hier sind so nachbarschaftlich. Immer wenn ich erwähnte, dass mein Papa mal vorbeischaut, gaben sie mir alle Infos, die ich wollte. Jeder kannte okay. ihn, den großen Mann mit den rostigen Äxten. Die haben sich mir gegenüber immer sofort geöffnet. Alles klar. So, die Frage ist wirklich, sollte man hier sowas mitnehmen? Was haben wir da nach harter Zahnradkomponenten? Können wir dann wahrscheinlich machen, wenn wir genug anderes Zeugs haben. Du gehst so. Um deinen Weg, Herr. Da bin ich optimistisch. Öffne das Tor! So, Tor geöffnet, also supi. Nochmal das hier noch mal rein, aber ich würde eher sagen, wir gehen dann da mal hin, weil der ist ja nicht weit weg und gucken wir doch mal da auch die restlichen Klebebänderreste finden.
So, Pflanze nützlich zum Herstellen. Ja, ich weiß. Die haben wir auch öfter schon mal gemacht. Diese kannst du sogar im Laufen machen. Hoppala, das war einmal zu viel gedrückt. So. Und hier müssen irgendwo noch Klebebänder sein. Aha, aha, da oben hängt noch das Ding wieder. Anscheinend haben wir noch Arbeit. So, mal einklopfen hier. So. Ja, auch alles eingesammelt hier. Jetzt ist ja nichts passiert. Dass die Jungs mal so nervös sind hier. Glück, nach dem Unfall noch am Leben zu sein. Ja, wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen. So, wir können uns theoretisch jetzt nach da bewegen. Oh, finde Gegenstände. Finde diesen Gegner, außerdem du auch fragst, okay. Wir könnten gucken, wo als nächstes hingehen. Man könnte sich die Mühe machen. Bin ein bisschen unentschlossen. Ah, gut. Brechen wir dann immer da auf. Am besten besorgen wir unser Fahrzeug dann. Dann geht das alles viel schneller und einfacher. Oh, hier ist noch irgendwas zum. Da liegt noch ein Säckchen rum, wenn er mal plündern mal. Ich werde nie darüber hinwegkommen, was den Leuten im Zug passiert ist. Ich kann jetzt nur mein Bestes. Jo, okay. Dann müssen wir da raufkommen. Darüber kommen wir rauf. Und das bringt so gut wie nichts. Komische Hütte gefunden, die uns nicht weiterhilft. So, ist aber jetzt auch egal. Wir sind schon wieder zeitlich viel zu spät. Haben wir schon ein bisschen verpennt. Aber egal. Haben wir eine Folge mit viel Action gehabt und viel erlebt. Und damit soll es auch für heute auch gewesen sein. Wir gucken, dass wir weiter die Gegend erkunden und dergleichen. Ihr könnt gerne mich auf Instagram erkunden. Da gibt es auch was Schönes von mir. Instagram, da findet ihr mich oder MacVurago. Sonst bleibt mir eigentlich nur noch eins zusammen. Ja, Servus, ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.